Schnibbel die Stopp und hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 im Karrieremodus mit mir dem Nefkara auf Legende und mein Mikro ist zu weit vorne, jo. So, mit mir dem Nefkara auf Legende und dem FC Everton und Kevin Goretzka, ja, der ist Rechtsmittelfeldspieler und Hornstrop ist ja der einzig Defensive, den wir haben im Kader. So, da muss ich noch ein bisschen arbeiten, automatisch ersetzen haben wir wieder einen Verletzten. Everton heute gegen Chelsea, FA Cup Spiel. Halbfinale und wir sind aber ohne unsere beste Elf da. Schlecht für uns, gut für unseren Gegner. Ihr habt es kurz gehört, mal kurz gucken. Ja. Okay. So, da musste mein Handy ein bisschen anbleiben gerade, wenn wir hier unser Team weiter umbasteln. Ich hatte heute vor, ein bisschen zu zocken, ein bisschen FIFA Holgate natürlich drin heute wieder. Berardi, ja, im defensiven Mittelfeld hätte ich gerne dann doch den ein oder anderen Spieler mehr zur Verfügung, aber kann man nichts machen. Wir haben ja theoretisch mit Besic und Hornstrop haben wir ja noch. Der ist 1,92 groß, kann auch Innenverteidigung spielen, also eigentlich ist die Sache geritzt, dass ich den dann noch verbessern werde. Hornstrop und Besic und Stanek, wer hat sich denn verletzt? Mastur hatte sich verletzt, ja. Defensives Mittelfeld noch Tosun. Ist halt mein Talent, was ich habe. Hornstrop, der einzige, der wirklich von uns kommt, von den jungen Spielern. Auf den ich nirgendwo aus irgendeiner Mannschaft rausgezogen habe. Stones spielt heute und Rogani spielt nicht, sondern Clark. So, Funes Mori kommt auf die Bank. Diolofeo spielt gar nicht mit, da ist Abila dabei. Ansonsten Tosun, Depay kann noch. Hat noch Ausdauer, Ponzriera, Noah natürlich dabei. Mendes Ortega, ach deswegen ist das Spiel so aufgestellt. Nope, Sir. Besic, gute Idee, aber nein, danke. Besic gar nicht dabei, sondern Jesus Aurelio kann gar nicht spielen. Dann ist das wohl doch so heute mit Besic. So, dann muss ich halt doch eventuell tauschen. Ah, mal schauen, wie das so ist heute. Mal schauen, wie das so ist. Wir bleiben weiter in einem 4-3-3, weil wir zwei Stürmer spielen. Ja, bisschen Schreibsel mit meinem Handy hier. Hab ja jetzt ein LG. Hab auf meinen Apfel verzichtet und hab jetzt das LG G5. Tolles Handy, absolut. Außer man will eine tolle Kamera haben, das hat das Handy nicht, aber es hat saumäßig viel Leistung und einen guten Akku. Der Rest ist mir eigentlich egal gewesen. Springen wir rein in die Partie. FA Cup Halbfinale, los geht's! Neben der Europa League, im Wembley Stadium spielen wir jetzt gegen Chelsea. Ja, neben der Europa League, der einzige Pokal, den wir noch holen können, Capital One und Liga, sind schon unsere. Eigentlich wird es so sein, dass in der Champions League und in der Europa League und im FA Cup werden jetzt eigentlich im Finale dann, wenn wir denn Chelsea besiegen können. Hull City hat natürlich die besten Kicker diese Saison gehabt in der Offensive. Überraschung, Überraschung, dass Hull bis ins Halbfinale vorgedrungen ist. Egal, es geht darum, wir wollen auf jeden Fall ins Finale und dafür werden wir dann hier und da ein bisschen tauschen. Die Spieler hier und da ein bisschen durchtauschen und in der Liga eigentlich die guten Leute schon. Ponzriera soll eigentlich jetzt in der Liga durchgängig eingesetzt werden. Unser Jungstürmer. Eventuell auch unser 16-jähriger Ersatztorwart. Bin gespannt, wie das Spiel heute für uns läuft. Chelsea in den blauen Trikots. Everton in den weißen Trikots. Das wird sich dann im Rückspiel ändern. Chelsea dann in schwarz, wieder in blau. Aubameyang von Dortmund. Dortmund ja total ausverkauft momentan. Haben wir ja schon drüber geredet. Bin gespannt, wenn jetzt noch Mkhitaryan gehen sollte, wenn da kommt. Ich finde das kacke, dass Dortmund sich dann nur Talente holt. Ganz ehrlich, ich will ja einen Bayernjäger haben, der wirklich das auch halten könnte und mal Meister werden könnte und auch mal Champions League dann noch ein bisschen was reißt. Ich weiß, Dortmund könnte das wirklich sein, aber nicht, wenn die alle ihre Spieler verlieren. Aubameyang und Reus bleiben ja, denke ich mal. Weil die wollten ja beide neue Spieler haben. FA Cup. Anstoß für die Toffees von rechts nach links. Los geht's. Hornstrop heute in der Startelf. Der freut sich wahrscheinlich wie ein Schnitzel. Das ist unser eigenes Talent.
Hanstrup. Molina. Da ist Sanabria. Das ist Mendes Ortega. Für relativ viel Geld ja gekommen. Molina. Rugi. Mendes Ortega. Hanstrup. Eden Hazard gegen die Nummer 23. Romero. Eine nicht so gute Ballannahme nutzt Bisic jetzt hier mal aus. Um einen schlechten Pass zu spielen. Um direkt einen schlechten Pass nochmal zu sehen von Gugi in dem Fall. Hanstrup. Mendes Ortega raus auf Luciano und der auf Sanabria, aber da spielt Begovic mit. Sorry für die kleine Unterbrechung, da sind wir auch schon wieder. Mein Controller ist kurz abgenippelt und gleichzeitig noch mein Handy. Controller liegt daran, PS4 Controller. Das wird sich aber eventuell dann noch ändern können. So, jetzt Hanstrup. Mal mit ein bisschen Platz da auf Gugi. Das wird aber leider nichts. Mal gucken, was wir jetzt machen mit dem Ball. Gugi. Und draußen brumm, 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 brumm. Hanstrup, ein guter Mann eigentlich. Da kommt Luciano mit was für ein Tempo. Mendes Ortega. Hört hier ab und zu wirklich mein Handy. Hanstrup! Nupse, das ist leider nichts gewesen. Aber da passt Clark auf, gut aufgepasst. Baliu. Clark. Rugi. Rugi. Ich habe hier aber nichts Platz. Mendes Ortega, knapp. Das wäre mal eine Chance gewesen. Die Chance war gar nicht so schlecht. Auf einmal steht er da wirklich richtig gut. Ich habe mir ein neues Kabel geholt für meinen Controller eigentlich. Das habe ich aber noch nicht benutzt und will das noch zur Gänze verschruten. Das aktuelle. Wenigstens sind wir nicht ganz chancenlos hier. Clark lässt sich von Aubameyang vernaschen. Aber der macht eine schlechte Flanke, eine schlechte Reingabe. So. Chelsea spielt als nächstes gegen Arsenal. Da geht es ja noch ein paar Pünktchen. Bei uns geht ja eigentlich nichts mehr. Wir sind ja schon Meister. Da spielt das für uns eigentlich keine Rolle mehr. Oh, Luciano, beschissen. Die Ballannahme. Mendes Ortega. Kein Abseits. Aber leider auch nichts durchkommen hier. Mendes Ortega gut rübergelegt auf Bezic. Ah, der geht ins Aus. Also das Spiel ist ein bisschen zerfahren, ein bisschen langweilig. Noch ein bisschen getrieben davon, von den Fehlern beider Teams. Bezic. Molina. Wow, was für ein miserabler Ball, Bezic. Hut ab vor dieser Leistung. Immer wieder gern gesehen. Schlechte Pässe von Bezic liegt selten, ist wirklich. Aber Defensivarbeit, das ist er. Richtig viel Platz wieder. Ich komme nicht durch. Die Verteidigung mit Gugi. Ich versuche es natürlich auch mit ein paar Tricks hier.
Besic, das war scheiße. Aber passen und schießen nicht sein Ding. Besic, Besic. Ich weiß gar nicht, wie man ihn genau ausspricht. Hm, vielleicht jetzt mal die Chance, mal was zu machen mit dem Ball. Elva. Das sah auch schon so aus. Ja, ja. Auch er sich gar nicht so künstlich aufzuregen. Das war klar. Luciano aber gut gemacht. Fuß zwischengeschoben. Oh, da wird da richtig eingehakt. Wer macht das? Sanabria ist ein guter, aber Rugi ist noch besser. Rugi macht das. Der Mann für die Standards heute. Wichtig, dass der wirklich reingeht. Bitte. Ja, der war nicht gut. Ist aber egal. Ist aber egal. Hört mein Handy momentan minütlich angehen. Ist wichtig. Ich warte auf eine wichtige Nachricht. Aber das heißt ja nicht, dass ich nebenbei nicht aufnehmen kann. Deswegen ist der Ton an. Und da ich ja generell immer viele Nachrichten bekomme, hört ihr das auch die ganze Zeit durchklingeln? Guckt dann immer kurz drauf. Es zeigt mir ja direkt an, was ist. Aber ich konzentriere mich hier mehr auf die Partie. Gott sei Dank. Besic, boah, er macht die Zweikämpfe echt gut hier heute. Hanstrup. Mein Gott, ich habe ja aber auch Schwierigkeiten gegen die Mann da. Hanstrup versucht wenigstens immer mal wieder ein bisschen was zu machen. Spicueta. Aber wie ich schon gesagt habe, ist er... Der hätte auch drin sein können. Die leben gefährlich. Rugi. Ah, so ein richtiges Tor war es ja nicht. Und jetzt Switch mit Luciano. Die beiden tauschen immer. Sanabria übrigens Bullshit-Ballannahme. Clark! Begovic. Zweite gute Schusschance, beziehungsweise dritte in der Partie. Und das ist von unserem Innenverteidiger-Talent Clark. Endlich mal hier mal die Möglichkeit bekommen. Rugi hier, richtig viel Platz. Luciano! Ja, knapp. War da noch wer zwischen? Anscheinend schon. Oder nicht? Doch, da war jemand zwischen. Okay. Und noch eine Ecke. Jetzt geht's hier ein bisschen los. Den Platz für Besic. Oder Besic. Ja, Begovic ist aber auch kein schwacher Torhüter. Luciano kommt wieder von oben runter. Hier, Ballannahme. Mendes Ortega, nö. Jetzt haben wir am Ende doch noch mal ein bisschen Gas gegeben. Halbzeit. 1:0. Führt Everton gegen Chelsea. So kann das weitergehen. Menu führt parallel gegen Hull City mit 2:0. Tja, Aubameyang bester Spieler, aber nur auf Seiten der Blues. Und es läuft da nicht viel. Clark, Stones und Holgate. Hanstrup macht seinen Job ganz okay eigentlich, gar nicht so schlecht. Müssen wir schauen, was wir jetzt machen. Müssen wir echt schauen. Puh, aber Hanstrup spielt keine schlechte Partie. Hat sogar noch mehr Ausdauer als Besic. Wüsste ich gern, wie der wirklich ausgesprochen wird, weil ich keine Premier League gucke. Habe ich natürlich keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ah.
Guter Zweikampf von Stones. Der ist aber leider nicht schnell. Ja, Ball ins Ausgeklärt. Was machen wir jetzt? Ich kann ja gar nicht auf Zeit spielen. Hätte ich aber gerne, wenn es gegangen wäre in FIFA. Rougi bekommt den Ball nicht doch. Und den macht er! Den macht er! Doppelpack! Irgendwie! Haut er den rein. 2:0. Richtig geil, Rougi. Wie er da noch den Ball gegen Ramirez bekommt. Ramirez ja in der Partie noch nicht gut gespielt. Und die jungen Wilden, die machen das hier. Rougi vor allen Dingen. War stark. Bester Mann auf dem Platz. Ah, und wir wechseln aus. Ich werde Jünger reinholen. Heißt, unser Jugendspieler Noah kommt rein und Ponce Riera. Bei einem 2:0 kann man das schon mal riskieren, noch mehr Jugendspieler reinzuholen. Zwei weitere kommen rein. Die Mannschaft geht richtig jung. Ja gut, das Euroleague dann ist gegen Milan. Ich habe ja mit Transflip dafür gesorgt, dass wir noch im defensiven Mittelfeld locker tauschen können. Weil ich das Transflip heute durchspielt. Noah kommt rein. Ponce Vieira kommt rein. Zwischen Vinicius auch drin. Oh, Boateng. Alter. Tja, das ist passiert. Ramirez hinten eben schlecht ausgesehen. Und das macht er dann gut. Tja, dabei hat er sich verletzt. Hier mit Stones zusammengekracht. Hätte auch Elfmeter geben können. Voll weggeprügelt habe ich den. Aubameyang, Ecke. Abstoß. Aubameyang zuletzt am Ball. Gucken wir mal, wie wir das jetzt hier machen dann. Gegen 3. Ach ja, Noah mit den schlechten Bällen. Danke Noah, super schwach gemacht. Super schwach gemacht. Macht er beide Tore. Na, macht er gar nicht. Ramirez hat das erste gemacht. Aber hier typisch für uns. Immer schlechter gespielt.
Wow. Die haben Ecke bekommen. Okay. Eigentlich habe ich gedacht, ich habe mit den Hans, mit Hanstrup am Bein den dann als Letzter berührt. Ich hasse es, wenn unsere Innenverteidiger vorne sind. Ihr hört mich ziemlich häufig meckern, wenn sowas passiert. Das ist nämlich dumm. Das ist nämlich Krebsgeschwür am Ball. Boah, ist der Torwart scheiße. Hat da Riesenfehler gemacht. Hanstrup aber genauso cool. Arnos kriegt gar nichts mehr hin. Müssen halt wechseln jetzt. Tja, das ist halt das FA Cup Spiel gewesen. Das ist's gewesen. Schade. Hanstrup ganz, ganz starker Zweikampf. Noah ist unglaublicher schlechter Spieler, ein Totalversager, wie am Buche steht. Kouji! Drittes Tor! Didier Kouji! Doch nicht ausgeschieden. Da haben wir drei Tore kassiert in der zweiten Halbzeit, weil wir es nicht mehr geschissen bekommen haben, irgendwas zu machen. Und dann Gouji mit seinem dritten heute. Holt uns zurück in der 90. Minute. Das ist ein FA Cup Halbfinale. Wieder sauschwach gemacht. Von uns meine ich. Verlängerung und wir wechseln. Hull City hat so zu Ende gespielt. Wir spielen natürlich jetzt in der Verlängerung, aber wir können gar nicht mehr wechseln. Mendes, Ortega und Co. müssen halt jetzt weiter so spielen. Können leider nicht mehr wechseln. Das ist leider so. Wir haben dreimal gewechselt. Chelsea reagiert. Kurz Zuma in die Innenverteidigung.
Ich darf einfach den Spieler nicht wechseln. Leck mich am Arsch, FIFA. Leck mich am Arsch. Boah, Noah ist so ein dreckiger Versager, ey. Aber wir machen das 4:4 durch Noah. Wo er gerade noch total verkackt hat. Auch beim Schuss, aber der Ball ist drin. Spannung hier. Eigentor von Bibovic. Und ich reagiere und ich packe nur auf die Außen und die Pai als Zehner rein. Hat schon beschissen dabei. Duell hättest du uns auch niemals gewinnen können. In der Verteidigung spielen wir heute schlecht, aber beide Teams. Natürlich spielt Tanztrup noch mit heute. Mit viel Ausdauer, der Mann, echt. Den Ball kann der nicht bekommen, Alter. Warte, lol. Und bekommt er doch. Zum Glück Halbzeit. Schwach, schwach, schwach. Mein Gott, im Mittelfeld läuft gar nichts. Ponziera steht vorne auf verlorenem Posten. Der macht das einfach nicht mehr stark. Gouji! Sein viertes am heutigen Tag. Ponziera hier. Und den mussten wir machen, deswegen auf Gouji und Gouji macht's. Jetzt führen wir wieder. Das war so schlecht. Das war so unfassbar schlecht von Noah. Vom Stellungsspiel. Aber vorher eigentlich schlimmer, was ich davor noch gemacht habe mit dem Ball so. Gouji!
von Sierra. Ich glaube, das ist Abstoß. Ja. Das kann nicht wahr sein. Das war so schwach von Clark. Riesenfehler. Von Sierra schwach. Oh, das ist vorbei. Elfmeterschießen. Das kann nicht wahr sein, das war so schlecht gemacht von Holgate, von Clark. Na, Elfmeterschießen gegen Chelsea. Tja, drin, reingelupft der Arsch. Rougie jetzt hier. Und den macht er auch. 1:1. Hat's Plikueta. Der Linksverteidiger. Auch drin, auch nach links. Consriera. Drin das Ding mit dem linken Fuß nach rechts rein. Ramirez. An die Latte! Ich hatte aber die richtige Ecke ausgesucht. Mendes Ortega. Drin! Wir führen! Bis zum Elfmeterschießen, ich fass es nicht. Guardado, drin das Ding. Depay. Drin! Wenn jetzt verschossen wird, ist vorbei. Baldiu, komm schon, halt ein! Spannung ist unerträglich, Kurzuma. Drin. Ja. Clark, der eben alles verkackt hat, kann hier zum Helden werden. Wird's auch! Der FC Everton gewinnt gegen Chelsea im Halbfinale im Elfmeterschießen. Nach einem Spielstand von 5:5. Was für ein Spiel, meine Fresse, echt. Spannendes Spiel der Saison, vor allen Dingen, weil ich das Spiel aus der Hand gegeben habe nach dem 2:0. Aber Everton ist weiter und zieht ins Finale ein des FA Cups. Yedi Guji hat heute viermal geschossen und hat viermal getroffen, sein Ball. Er hat auch das 5:4 gemacht, eigentlich den Siegtreffer damit erzielt. Ja, Begovic mit dem Eigentor hat uns nochmal wieder rangebracht. Rougie erst mit dem Elfmeter zum 1:0. Wieder Rougie und den macht er halt auch mit dem schwachen Fuß rein. Und dann hier der Ball. Das war unglaublich schwach. Company hat ja eigentlich gute Reflexe manchmal, aber manchmal auch überhaupt nicht. Da gab Dinger, die er halten muss, aber es nicht konnte. Das 2:2 für Chelsea. Und dann hier der Ball auf Aubameyang. Aber wir auch wieder zurück. Rougie in der 90.
erst eine gute Parade und dann geht Holgate nicht hoch. Und da ist er wieder drin gewesen. Holgate auf Noah und der Ball ist auch drin, aber durch Eigentor angeblich Bilgovic ist es eigentlich nicht. Spielt hier keine Rolle. 4:4. Dann Pons Vieira hier. Rüber auf Grugy und der macht den rein. 5:4. Aubameyang Ramirez wieder. Und die aus der Distanz einfach rein. 5:5. Und dann eben jener Ramirez, der den Ball halt nicht ins Netz bringt beim Elfmeterschießen. Und dann halt Clark und dann ist es halt passiert. Wir haben alle unsere 5 Elfmeter gemacht. Und Everton gewinnt somit und steht im Halbfinale, hat das Halbfinale geschafft gegen Chelsea. Und steht im Finale gegen Manchester United. Was für ein Spiel. Was für ein Spiel. Grugy super stark, Holgate nicht, genauso wie Clark. Hornstrop ist okay gewesen, hat hinterher ein bisschen abgelost. Besic, ja, Depay kam rein und hat halt einen guten Job gemacht. Grugy, Pons Vieira natürlich. Depay hat auch nochmal eine Torvorlage gemacht. Guter Job sonst von den restlichen bei uns. War halt ein geiles Spiel, ne? Muss man doch mal so klar sagen. Wie geil ist das denn gewesen für euch zum Zugucken? Richtig interessantes Spiel. Pons Vieira natürlich, Luciano Arnos, Bailey und Goretzka. Und hinten Bailey, der 18-Jährige. DF. Oh, Beweglichkeit bringt nichts. Schön zu wissen. Luciano hat aber auch inzwischen ordentlich Ausdauer gepumpt. Kann man schon mal so stehen bleiben. Ist echt teilweise super ärgerlich. Nope. Ich habe nochmal 1 Million bekommen. Ja, Traoré momentan unglücklich, weil zu wenig Einsätze hat. Wir haben total viele Spiele und das ist natürlich dann schwierig, jeden gleichberechtigt einzusetzen, muss man natürlich auch sagen. So, nochmal beim Jugendstab gucken. Gucken wir uns nochmal nach dem dritten Scout um. Und wir haben natürlich immer noch kein Glück, was das angeht. Aber FA Cup haben wir schon mal das Finale erreicht. Immerhin. FA Cup, jetzt bleibt nur noch Europa League. Da ist noch ein englisches, ein italienisches, ein spanisches und ein französisches Team drin. Sehr interessant das Ganze. Ja, wir wissen es ja. Aber an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Das war FIFA 16 im Karrieremodus mit PMF Kara auf Legende und dem FC Everton. Mit einem super spannenden Spiel gegen Chelsea. Wahrscheinlich hauptsächlich, weil ich ab und zu aufs Handy geguckt habe. Egal, Spannung muss sein. Und wir sehen uns morgen wieder. Und dann in der Europa League im Halbfinale gegen den AC Mailand. Haut's rein, Leute. Ciao, ciao.